Das ist das phänomenalste System, was ich jemals gesehen habe. Ich habe es schon oft im Internet gesehen, aber live sind wir jetzt gerade in Bern und da ist es ein ausziehbarer Wohnwagen, der, wenn er transportiert wird, einen Footprint hat, der ganz winzig ist. Bonjour Eric. Bonjour. C'est incroyable. Oui, 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 c'est incroyable. Nous sommes contents d'être présents ici au salon en Suisse pour présenter notre caravane de 12 mètres carrés. Okay. Donc qui permet donc de s'ouvrir en 60 secondes. Donc comme on peut le voir ici sur le dessin, la caravane est toute petite sur la route et 60 secondes après, elle est très grande et peut accueillir jusqu'à 4 personnes avec une chambre, un salon, une cuisine et une douche avec des WC. So, das heißt, er hat gesagt, in 60 Sekunden kann man aus diesem Caravan hier das machen. Und das Ganze ist für 4 Personen ausgelegt, mit Bad, mit WC und allem drum und dran. Ja, ich grüße dich herzlich. Du sprichst ein bisschen Deutsch. Ein bisschen Deutsch, ja. Ja, so sieht's. Wir sind in der Schweiz. Es gibt ja auch einige Leute in der Schweiz, die auch Deutsch sprechen, habe ich gehört. Ja, wir sind in Bern, da wird Deutsch gesprochen. Sehr viele, ja, auch Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch, so ist es, ja. Das ist ein geniales Konzept, oder? Ja, sehr genial, denn sie haben 2 verschiedene Räume. Sie haben einen richtigen Schlafraum mit einem richtigen Bett, ein Lattenrost und eine richtige Matratze. Das ist Wahnsinn. Und auf der anderen Seite haben sie einen schönen Salon-Aufenthaltsraum, wo sie auch noch 2 Personen schlafen können. Sie haben eine Küche und sie haben natürlich auch ein WC und eventuell eine Dusche. So, ich zeige das Ganze mal. Eric, tu viens avec moi? Ça c'est vraiment incroyable parce que ça marche dans une minute. Oui, c'est ça. Une minute, on appuie sur un bouton, une minute après, c'est fermé et on peut repartir. Man drückt auf den Knopf und in 60 Sekunden ist alles gemacht. In 60 Sekunden ist alles zu oder wieder auf. Preis, le prix? 30.000 Euro. 30.000 Euro. Si tu es sur le camping. Et tu fais ça, il y a beaucoup d'amis. Beaucoup de monde qui vient. Oui, beaucoup de monde. Also, es sind ganz, ganz viele Leute auf dem Platz, die dann kommen und total fasziniert gucken. Et en hiver, ça marche aussi? Oui, ça marche en hiver. On peut avoir un chauffage, on peut avoir une climatisation qui fait du chaud et du froid. Et donc aussi, l'intérêt, c'est que lorsque la caravane est fermée, elle est inviolable. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Donc on peut laisser des affaires de valeur à l'intérieur et il n'y a pas de risque d'être volé. Also, er hat gesagt, wenn man auf den Platz kommt, also wahnsinns viel los und er ist unknackbar, weil die ganzen Fenster weg sind, sobald man ihn einschiebt. Das heißt, also unknackbar stimmt es nicht, aber es ist kein Ziel mehr. Man kommt nicht schnell in die Scheiben rein. Nein, weil die beiden Böden heben sich. Ja. Hier kommt der Boden hoch. Ja. Und hinter der Scheibe haben sie einen so dicken Aluminium. Eine Wand. Ja. Das war's. Und kommt man nicht mehr ran. Seiten. Et dedans, si tu vois ça et tu as déjà essayé de faire le camping avec. Oui. Et sans quelqu'un qui vient toute la journée et pose des questions. Ah, c'est difficile. En général, mes clients sont mes meilleurs ambassadeurs et donc ils distribuent de la documentation à tous ceux qui viennent voir leur caravane. So, er hat gesagt, es ist also nicht so ganz so einfach. Ja, er war schon unterwegs. Die Länge, die Longueur des trucs. De quoi, pardon? Ah, alors la caravane fait 4,60 m de large sur 3,80 m. Also 4,60 par 3,80 m. Also 4,6 mal 3 Meter. Und das heißt, man hat einen Innenraum offen von 12 Quadratmeter. Das wird man gleich innen sehen. Du hast einen Platz, unvorstellbar. Unvorstellbar, 12 Quadratmeter. Und 2 separate Räume. So, und der wiegt le poids? Alors le poids, c'est 1000 kg. Vide et on peut mettre 350 kg de charge. So, er hat 350 kg Zuladung und eine Tonne wiegt das Ding leer. Und es ist unglaublich. Also, et les gens qui viennent ici posent toujours la même question. Quelle question? Quel est le poids? Est-ce que c'est étanche? Est-ce qu'on peut changer les couleurs? Combien de temps il faut pour fermer la caravane? Voilà, c'est toujours les mêmes questions. Gut, die fragen immer die gleichen Sachen. Also, was wiegt das Ding? Was hat es für eine Zuladung? Wie schnell kann man es auf und zu machen und so weiter? Also, es ist ja mittlerweile, es gibt es schon seit ein paar Jahren. Und die Leute fragen natürlich, hält das Ganze? Ihr habt schon viele verkauft, die draußen sind, oder? Ja, er hat schon viele verkauft.
und bis jetzt noch keine Rücksendungen gehabt, keine also, Probleme gehabt. Ich will so einen haben, das ist definitiv so. Dann, ich sag mal, il existe da die Kopie de la Chine? Non, il n'y a pas de copie, parce que c'est quand même techniquement compliqué à fabriquer et on est les seuls à fabriquer ça en Europe. Er hat gesagt, es gibt noch keine Kopien, noch nicht mal aus China, weil es ist sehr, sehr schwer herzustellen. Schon schwierig. Außen GFK, was ist hier draußen? Das ist Material? Quel Material? C'est du panneau sandwich avec 2 cm d'isolation. Okay, quel Material ist hier? Das ist Polyester. Außen. Polyester. Polyester. Ouais. Et si, der Hagel zum Beispiel macht demnächst, oder? Ist hagelsicher. Hagelsicher. Ja. Et ça wir viennent aussi avec un COC pour l'Europe? Oui, alors on a une homologation européenne, donc on vend partout. Oui. Aujourd'hui, on a des clients partout en Europe, en Allemagne, en Suisse, dans tous les pays d'Europe. Et là, nous sommes en train de commencer à livrer aux États-Unis les premières caravanes. So, er hat gesagt, demnächst auch in Amerika wird das Ganze gemacht. Ja, sie haben eine Zulassung für ganz Europa, sie haben ein COC dafür. Und ja, es ist ready to go. Et le temps de livraison? Nous avons un an de commande devant nous. Also ein Jahr muss man warten. Das ist schon schade. Viele wollen gleich mitnehmen, oder? Ja, das möchten wir alle, möchten auch gleich mitgeben. So, wir gehen mal rein. Möglich. Das ist die Küche L-Form. C'est une cuisine. Oui. Comme à la maison. Comme à la maison. Je peux vous... Oui. Donc en fait, vous avez... Et ton taille? Donc vous avez... Non, ton taille. Tu as quel... Ah, moi je mesure 1m70. Also 1m70 hat er Größe. Donc vous avez 2 mètres en hauteur au milieu. Er hat also 2 Meter Stehhöhe drin. Das ist... Avec une banquette ici qui fait un couchage pour 2 adultes. Ja, das ist also Schlafplatz für 2 Personen. Genau, können 2 noch schlafen. So, der Boden ist der Hammer. Das sieht auch schön aus. Ja, Sie können auch eine andere Farbe auswählen. Ja. Vous avez des coffres de rangement dessous. Ja. Vous avez des placards ici en haut. Also es ist noch Stauraum oben, man hat unten drunter hat man Stauraum da drunter. Wir haben einen ausfaltbaren Tisch. Warte mal, ausfaltbaren Tisch, der ist hier drin. So, komm ein bisschen hoch. Der ist damit eingebaut. Ja, da ist genau. Er. Oh! Können viele Freunde haben. Das ist super grand. Ouais. Super grand, on peut manger à 6 personnes. Pour 6 personnes et plus. Si si tu as des meneurs. Ouais, des amis. Des amis qui viennent. Frigo. Après, vous avez, oui. Vous avez ici réchaud gaz et un évier. So, da ist ein Waschbecken drin und zwei Gasbrenner mit Piezo-Zündung. Dann natürlich übrigens, diese Steckdosen passen auch auf jede normale deutsche. Ça marche aussi avec les... Oui, on met les prises en fonction, on met les prises en fonction des pays, donc soit le format allemand ou le format suisse. Okay, das da ist jetzt ein Schweizer Format oder beziehungsweise ein französisches Format. Er passt das an jeweils auf das Land, also die Steckdosen und dann? Vous avez des placards de rangement ici. Bauräume. Riesengroß, überall, oder? Auch hier. Obendrauf. Und es ist sehr hell hier drin, das ist schön. Es ist schön, ja. Ja. Schön hell und es ist rund, es ist sehr gemütlich. Grand Frigo, ja. Grand Tiroir. Vous avez un grand Frigo ici. Isotherm. Il est électrique, 12 Volt. Ein Kompressor. Ein Kompressor, oui. Ouais. Avec un petit Fräser. So, und da ist noch ein kleines Staufach mit ein Vierfach mit drin, was drin ist. Dann hast du unglaublich viel Arbeitsfläche auch, oder? Ja, genau. Man kann da hier gut arbeiten und gute Sachen und vorbereiten. Nochmal, das war jetzt der erste Raum, den wir gerade drin waren. Und ja. Der ist schon größer als das Ding selber. C'est ja. Le premier. Jetzt kommt noch der zweite Raum. Okay. Vous avez une chambre avec un lit avec un sommier à latte. Mhm. De 200 de large par 140 ou 160. Also 1,40 m, 1,50 m mal 2 Meter mit Lattenrost mit drin. Das Ganze hat auch ein Bad, une douche. Alors après, oui, effectivement, vous avez ici des placards de rangement qui sont accessibles des deux côtés. Sehr viele Stauräume, die Sie von beiden Seiten bedienen und können. Tout ça sont des placards de rangement. Und das darf auch während des Transports, kann hier alles drin bleiben, gell? Ja, genau. Genau. Das hält gut. Das hält gut. Ja. Et ici, pour utiliser les toilettes, ouais. Vous avez un système de double porte. Oui, donc montre. Vous ouvrez comme ça. Oui. Oh! Et après, vous ouvrez comme ça. Un Raumbad. Das Zimmer schließen. Ja. Et là, maintenant, vous avez un espace pour pouvoir. Und Sie haben einen privaten Raum für Toilette und Dusche. Les toilettes ici. Le petit lavabo. Ja. Et ici, la douche, sous mes pieds. Ja. Puisque là, vous avez un bac à douche. Ah, la douche est dans la moitié. Ouais. Ok. Oui. Ist in der Mitte. So, das Bett ist ja harmlos. Also, si tu peux oui. Toi poser sur le lit oui. pour juste moment très très les
damit man das mal gut sehen kann, die Dimensionen sehen kann. Boah! Vous avez un grand lit. Hat ein großes Bett. Voilà, avec la lumière. So, mit Licht an und aus und allem drum und dran. Avec des placards et puis les stores ici. Alles drin. So, Stauraum ohne Ende. So, Bett, Dusche. Und der Tank für das Frischwasser, wie viel ist da drin? 20 Liter. 20 Liter, okay. Okay, ferme le truc, s'il vous plaît. So, jetzt machen wir mal zu, dass wir das Ganze mal sehen können. Denn er hat mich jetzt schon überzeugt, muss ich sagen, dass ich also hohes Interesse habe, das zu machen. Und wenn er zu ist, ist er wirklich ganz unscheinbar, oder? Genau, ist ein ganz kleines Ding. 1,90 Meter breit und 3,8 Meter lang. Da das, was man sieht, ist die rechte Seite dann. Das da. Das ist alles. So, wir machen ihn mal zu. Er hat eine Fernbedienung, wahrscheinlich. Ja, macht er. So, das wird erstmal zugemacht. Er hat natürlich eine tolle Idee gehabt, oder? Sehr tolle Idee, ja. Und sehr qualitativ auch. Und es ist relativ einfach, das heißt sicher. So. Ja, quoi? Okay, on change rien d'autre, on laisse comme ça. Also man hat nichts geändert. Im Prinzip lässt man es so, man darf aber hier nichts liegen lassen. C'est interdit de faire, de laisser quelque chose là. Oui. Quand je ferme, la banquette ici va monter à la verticale. Oui. Le sofa va monter. Ja. Et le lit va monter aussi. Also, wenn man es hoch macht, geht das hier nach oben. Das werden wir gleich mal sehen. Und das faltet sich über die Küche drüber. Ja, genau. Das stapelt sich über die Küche. So, das genau. Bitte mal zeigen. Oh, Entschuldigung. So, hat es abgeschlossen. Ja, er kurbelt. Die Hubstützen weg. Die sind hier unten drin. Ein kleines bisschen hat er sie hochgemacht. Das ist von der Seite. Das ist das Einzige, was sie von Hand machen müssen. Das heißt, die Hubstützen ein bisschen hoch, das war's. Genau, genau. Und die zwei Kissen wegnehmen. Und die zwei Kissen weg. Sag mal, ihr seid hier die Stars auf der Messe, oder? Kann das sein? Natürlich. Natürlich. So, das heißt, die Hubstützen hoch. Donc là, je vais la fermer. Vous pouvez regarder par là, vous allez voir la banquette qui va monter là. So, dass es hochgeht. Ich muss das mal zeigen, wie das hier gerade zusammengeschoben wird. Vielleicht können wir auch beides irgendwie drauf machen, wenn du mal kurz links neben mich kommst. Genau. Ah, es ist so viel, was man hier zeigen muss. Ich glaube, wir müssen es ein, zwei Mal rein und rausfahren, dass wir es mal sehen. Warte mal ganz kurz, komm zu dir. Das geht hier. Das war's. Auf einen Knopf drücken. So, man drückt auf den Knopf. Das Sofa geht hoch, es klappt hoch. Das ist auch wirklich so. Und auf der anderen Seite geht das Bett. Geht das Bett hoch, auf die gleiche Art. Das ist ein Hammer. Und da siehst du dann kommt der Boden rauf und wegen dem ist es, wenn es geschlossen ist, völlig einbruchsicher. So, nach vorne sieht man auch das Sandwich. Da kann man nicht mehr rein. Okay. Wenn man es länger irgendwo stehen lässt, ist es sicher, einbruchsicher. So, er fährt es jetzt zusammen. Jetzt ist es schon viel kleiner. Erik? Oui. Tu as fait ça toi-même? Oui, j'ai fabriqué ça, le premier modèle, il y a 10 ans, avec mon père, so, dans le jardin. Er macht seit 10 Jahren, im Garten hat er es gemacht mit seinem Vater. Ich habe gedacht, das wäre ein Scherz. Da hat mir unten einer erzählt, der wäre da, der Wohnwagen. Ihr seid wirklich da. Ja, er ist wirklich da, ja. Und er wurde wirklich gemacht und er wird wirklich fabriziert in Frankreich. Finish. 60 Sekunden. So, hier ist jetzt eine Wand. So, die ist weg. Die Tür ist auch weg. Die Tür ist weg. Da ist jetzt der Boden drin, ja. So, es ist einbruchssicher. So, nochmal. Und hier vorne auf der anderen Seite ist auch nichts. Das heißt, man sucht die Tür vergebens. Hier auf der Seite ist auch ein Boden. Das ist ja genial, oder? Ja, genial. Eric, je vais la réouvrir. Oui, s'il vous plaît. Ich könnte da noch 10 Stunden zugucken, wie er das auf und zu macht. Das ist das ganze Teil. Ich gehe mal gerade von der anderen Seite. Also, das ist die Fernbedienung mit dem Schlüssel. Dann gehe ich mal schnell drumherum. Zeig das mal. Okay.
Und jetzt fährt es raus und in 60 Sekunden ist es wieder da. Das ist doch unglaublich, oder? Ist das gut? Sehr gut. Warum ist das gut? Weil es einfach sehr viel Platz hat, wenn man es ausgefahren hat. Also extrem viel Platz. Man ist das da auf dem Campingplatz, glaube ich, wenn man das hier rausfährt? Definitiv, ja, das ist es so. Das ist es so, wie Katharina. Und es geht echt schnell. Ja. Und das Coole ist, die Tür ist weg, die Fenster sind weg, man kann nicht einbrechen. Hast du eben gesehen? Ja, alles kompakt, fertig, ja. Zusammen. Gut, das andere ist, man kann nicht auf Toilette, wenn man unterwegs ist. Ja gut, ich meine, irgendeinen Tod stirbt man dann. Da muss man halt 60 Sekunden warten. Ja, genau. Wenn man dann noch aushalten kann, ja. Absolut, ja. Das ist eine tolle Idee. Ist aus Frankreich. Also der Mann ist Erfinder, hat das selber erfunden mit seinem Vater. Ja. Und er kostet 30.000 Euro. Wie viel? 30. Nummer? Ja. Okay, also Preis-Leistung sehr wahrscheinlich sehr. Ja, also zumindest mal habe ich sowas noch nie gesehen. Also es ist ganz okay. Wie qualitativ es drinnen ist, weiß ich nicht. Und es ist komplett, das hier außen ist Kunststoff, das heißt, da geht nichts kaputt, hagelsicher. Und es ist ultra klein, wenn du ihn transportierst. Du kannst ihn hinter 400, 500 ziehen. Naja, nicht ganz. Er wiegt eine Tonne. Ja, ich habe gleich, aber ist super, ja. Ja, aber ist genial. So, ich komme nochmal, hier sind alle Sprachen, Deutsch, Französisch und so weiter. Erik? Und der Raum ist wieder da, komplett. Hat die Polster mal weggelegt, da ist der Raum wieder da. Da ist der Erik, er läuft gerade rum. So, jetzt haben wir es mal gezeigt. Das heißt, ihr macht es ab und zu mal, wahrscheinlich zu jeder vollen Stunde wird er einmal ausgefahren. Genau. Sie können sich das 10-mal ansehen pro Tag. Ja, das ist gut. Erik. Die Tür wieder auf. Ich komme bien, bien, tu as déjà fait. Combien j'ai fabriqué de caravane? Plus de 100. Oh, mehr als 100 Stück hat er schon gebaut. Et on double tous les ans. Tous les ans, on fait deux fois plus. So, er macht also jedes Jahr zweimal so viel wie vorher, im Jahr davor. Ja, und das Ganze ist jetzt hier in der Schweiz, in Bern. Ihr seid die Stars. Das Ganze heißt Boer. Das wird ungefähr wie ausgesprochen? Boer. 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 En fait, Boer, c'est mon nom. Oui. Je m'appelle Bo. Ja. Eric. Ah. Simple. Simple. Okay. Eric. Eric. Heute am 29. Freitag. Wir sind auf dem Swiss Caravan Salon in Bern und das ist eine absolute Sensation aus Frankreich, aus der Nähe von Nantes. Erik Boer, ich gehe noch mal ganz kurz hin. Beziehungsweise Erik Bo heißt er. Erik. Oui. C'est magique. Nickel Chrom. Das ist Nickelchrom, sagt man in Frankreich. Das Beste vom Besten, was ich je gesehen habe. Und naja, die Entscheidung ist natürlich, will man das haben? C'est pas fait pour tout. Oui. C'est fait pour qui, tu penses? C'est fait pour une famille de 4 personnes, par exemple, et qui veulent faire du nomadisme, c'est-à-dire bouger rapidement. Oui. Et qui veulent quelque chose de petit sur la route, facile à stocker et facile à tracter. Même si, ça c'est aussi, also er hat gesagt, das ist für Familien, die also wirklich viel Platz brauchen, die also was Kleines brauchen und so weiter, mais ça c'est aussi très intéressant pour des firmes qui veulent avoir une showcar, quelque chose comme ça. Oui, effectivement, oui, c'est pour des personnes. Et ce que les personnes aiment beaucoup aussi, c'est le côté design, c'est moderne par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Die Couleur d'or. Mais on choisit les couleurs que l'on veut. On a toute une palette de couleurs au niveau des coussins, au niveau de l'extérieur, au niveau du mobilier. On choisit, le client choisit les couleurs. C'est incroyable. Eric? Oui. Et ton adresse email, ton site? Alors c'est www.boer.fr. So, also boer.fr, also .fr, da ist die Seite. Même en allemand? Oui, en allemand aussi. Okay, also ist auch auf Deutsch und da ist die Seite drauf. Also gesagt, also ist da eine Lieferzeit, er macht jedes Jahr doppelt so viele und das ist die Preisliste. Ich filme sie gerade mal ab. Oui. En euro, avec la taxe, c'est. Ça, c'est sans la taxe. Et donc, en Suisse, ça fait moins de 30 000 euros, en fait, avec la taxe. So, also mit der Steuer, die ist hier etwas weniger. In der Schweiz sind es etwa 30.000 Euro. In Deutschland ein Ticken mehr, aber es ist was ganz, ganz Außergewöhnliches. Vielen, vielen Dank, Erik. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Merci, au revoir. Et. Wo ist die Kollegin? Vielen, vielen Dank für das Interview. Gern geschehen. Ciao, ciao. Tschüss.